Einen Tag nach dem Sieg im 53. Super Bowl gegen die Los Angeles Rams 13:3 müssen die New England Patriots ein wichtiges Mitglied ihres Trainerstabes ziehen lassen. Einen Tag nach dem Sieg im 53. Super Bowl gegen die Los Angeles Rams 13:3 müssen die New England Patriots ein wichtiges Mitglied ihres Trainerstabes ziehen lassen. Brian Flores, Linebacker-Coach der Patriots und Playcaller der Defensive, übernimmt den Posten als Head Coach bei den Miami Dolphins. Das gab die Franchise aus Florida am Montag bekannt. Flores hatte seit 2004 in unterschiedlichen Rollen für die Patriots gearbeitet und in dieser Zeit 4 Super Bowls gewonnen. In Miami folgte er auf Adam Gase, der nach dem verpassten Playoff-Einzug entlassen worden war. Mehr bei Spox Parts Titel Nummer 6, der Kreis schließt sich.